Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Star Manager hier bei Heisenberg Zockt. So, was meint der Kollege denn so zum Tagesgeschehen? Jüngere Personalmitglieder sorgen sich mehr über die Entwicklung ihrer Fähigkeiten als älteres Personal. Okay, gut, wir stehen Anfang Saison. Wir haben ja doch noch 1 Million auf der Seite, obwohl wir ja einen Goldjungen gekauft haben, nämlich zack. Da ist er jetzt, dachte ich, da ist er dann hingekommen. Hulbert heißt er, was für ein schicker Name. Und Potenzial 90, unglaublich, schwarz. Wow, ich würde mal sagen, der ist definitiv Champions League tauglich, das haben wir ja gesehen. Wir haben Porto und die Tottenham Hotspurs. Und zwar dann relativ bald schon mal. Jetzt können wir hier noch ganz kurz EP sammeln. Oh, und wir kommen auf Stufe 30, das gibt wieder Kärtchen, sehr schön. Na, Energie, oh, ein Treffen und die Jugend. Okay, das werden wir natürlich gleich mal einsetzen. Wir brauchen hier die Mitarbeiter. Dann die Karte, einmal Jugend und zack, haben wir ihn auch auf 65. Sehr schön. Wir gehen zurück und ein Gespräch hätten wir jetzt noch. Mit wem wollen wir denn sprechen? Ich gucke mal ganz schnell. Teamdaten, Zufriedenheit. Ja. Vielleicht doch mit Schubert, der ist immerhin silbern. Schmauser ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, Ergänzungsspieler. Neufeld, der ist schon bei 50, da könnte man die Karte wahrscheinlich sparen. Ich würde mal sagen, wir reden mal mit Schubert, damit wir seinen Vertrag verlängern können, weil er ja auch nur noch 8 Wochen hat. Okay, ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Ja, er möchte mit uns reden über die Entwicklung. Gute Unterhaltung, Chef, das freut uns natürlich. Jetzt kann er nämlich auch seinen Vertrag verlängern. Und das machen wir mit Freude. Ach, die 4, die dazwischen. Ach, manchmal hat man schon Pech. Aber wir hatten ja Glück beim Goldjungen. Was soll's? Die 83.000, die zahlen wir aus der Portokasse. Was soll's? Oder 90.000 oder was das war. Ist nicht so tragisch. Gut, dann haben wir den wieder länger an Bord. Das ist okay. Dann haben wir ein Dilemma. Eine Karte. Abklingzeit plus 1. Dauert dann also wieder länger. Beim Trainer, dann haben wir, minus 15 Energie, nee, ganz bestimmt nicht. Und 2 Karten, nee, dann machen wir die Abklingzeit. Also die Energie, die können wir tatsächlich hier nicht einfach irgendwie verheizen. Okay, Scout, genau den wir nie brauchen, aber okay. So, Scout. Wo haben wir den denn? Auf 53 haben wir den jetzt neu. Das ist in Ordnung. Einen Sponsor haben wir noch, also eine Anfrage. Trikotsponsor, die müssten eigentlich gut bezahlen. Ui, schaut mal hier. Fanzustimmung nicht so ideal. Ist aber ein ordentlicher Batzen. Sorry, aber 80.000 für den Meister der Bundesliga, für einen Champions League Teilnehmer. Auf dem Trikot, das kann ja nur ein Scherz sein hier von Monkey Engine Oil. Ja, Torbonus 3, 20, ja, ist ganz klar. Da müssen wir halt in Kauf nehmen, dass die Fans das nicht so toll finden, aber das Geld hier, das brauchen wir. Definitiv. So. Okay. Kommt da nichts von wegen, dass die Fans uns nicht mehr mögen? Doch, da. Warum haben wir einen Vertrag mit Imali? Okay. Wie auch immer. Ja, weil die viel Geld gebracht haben. Die Jungs. Deswegen haben wir die sozusagen mit an Bord geholt. Gut, wir gehen weiter. Nicht überzeugt. Ich muss mal hier nochmal schnell gucken. Ticketpreise 9. Vielleicht doch nochmal 1 runter oder 2 runter. Weil wir beziehen die meisten Einnahmen eigentlich nicht über die Ticketverkäufe. Dafür ist einfach auch das Stadion zu klein. Preise im Shop fair, das lassen wir. So, Ticketpreise wurden gesenkt, das freut nämlich die Fans wieder. Dann müsste das hier doch einmal auch irgendwie raufgehen. Oder nicht? Oder doch? Oder warum? Naja, die Presse, 7%, ja. Das sind schwierige Kollegen. Freundschaftsspiel haben wir gegen Kaiserslautern. Okay, wir fahren fort. Und da würde ich jetzt vielleicht Hubert nicht gerade einsetzen, weil ich weiß nicht, oder ich nehme mal an, auch in Freundschaftsspielen kann die Verletzungshexe durchaus zuschlagen. Nee, den nehmen wir raus. Wir lassen mal andere spielen. Mal sicher Habermann, unser Ersatztorwart mit Potenzial, wie man hier sieht. Dann... Ja, Breuer lassen wir mal weg. Den brauchen wir im Moment nicht. Er hier ist noch Platzhalter. Dann würde ich Iglesias hier reinnehmen. Seebach, den jungen Stürmer. Der spielt nachher sowieso nicht. Den nehmen wir jetzt auch rein. Dann haben wir hier Neufeld, Verteidigung zentral. Moment, du kommst rein für ihn hier. Dann haben wir hier Verteidigung zentral. Okay, und jetzt hätten wir noch Verteidigung rechts. Löw, okay. Dann haben wir schon mal ordentlich durchgemischt. Und warum nicht Winter noch statt Elsner?
So, weil dann müssen wir nicht die guten verbraten. Sozusagen, wir haben jetzt immer noch genug gute drin. Haben wir hier vielleicht im Mittelfeld noch jemanden, der hier... Ja, Mittelfeld rechts, da haben wir halt immer noch zwei. Wobei, Moment, das können wir so machen. Zack, und dann kommst du hier rein. Und dann passt das auch schon. Transferliste, da könnte man eigentlich nochmal gucken. Aber man hat eine Eigenschaft entwickelt. Lange Reha, Verletzungspausen dauern länger. Ja, das ist eine tolle Eigenschaft. Da hat er ja was prima entwickelt. Wir haben nämlich hier noch eine Million. Guck mal. Jetzt könnte man A, natürlich das Stadion ausbauen. Oder wir gucken halt trotzdem nochmal. Aber nicht für das linke Mittelfeld. Da haben wir ja genau keinen wirklichen Ersatz. Weil Schubert ist zwar verletzt, ist klar. Aber hier 41. Das ist wirklich kein Ersatz hier eigentlich für Effort. Und sonst haben wir, wenn wir hier gucken, tatsächlich Mittelfeld links. Da haben wir einfach niemanden. Wir brauchen einen guten Spieler für Mittelfeld links. Das muss jetzt kein wahnsinnig teurer sein. Ich für eine Million. Aber irgendwie, ja, irgendetwas Valables halt. Also, Mittelfeld. Links. Da machen wir hier den Preis. Okay, und scrollen mal runter. Irgendwo hier gucken. Eben, ein Ersatz. Ein Backup für den anderen. Der wäre hier nicht schlecht, der ist fertig, den müssen wir nicht mehr skillen, der kostet 500.000. Der spielt allerdings nur noch zwei Saisons, aber er hätte halt auch schon Stärke 71, also das wäre durchaus ein guter Ersatz. Ich würde den mal nehmen. Der wäre noch ein bisschen günstiger, aber der ist natürlich auch um 10%, nee, nicht um 10%, um 10 Punkte schlechter als er hier mit dem gleichen Potenzial. Wir gucken mal bei ihm. Der verlangt bei Vertragsverhandlungen 20% mehr, echt jetzt, mit 33? Sei froh, dass du nochmal Champions League spielen darfst, Kollege. Samuel Amorim. Aber wir machen das mal. Aktion. Spieler kaufen. Die 5. Glück gehabt. 512.000. Das ist mir fast zu riskant, dass wir jetzt hier nochmal klicken. Weil dann geht es gleich wieder irgendwie fett drauf. Ne, wir machen das so. Zustimmen. 512. Okay. Dann haben wir einen Ersatz. Das ist bestens. Jetzt haben wir noch 500.000, jetzt würde ich eigentlich... Ne, ich möchte noch nicht... Ach, herrje, jetzt haben wir hier schon... Allen Ernstes sind wir so weit, dass wir nicht mehr zum Stadion kommen. Ich hätte jetzt gern das Stadion noch ausgebaut, aber in Ordnung. Wir könnten ihn natürlich jetzt eh gleich mal spielen lassen. Mittelfeld links, wo haben sie den hingetan? Moment. Hä, wo haben sie den denn jetzt? Wo ist er denn, der Kollege, den wir gekauft haben? Haben wir den nicht gekauft? Den haben wir doch gekauft. Verteidigung links. Mittelfeld, da ist er doch, Amorim. Okay, dann kommt nämlich Efforts raus. Der ist zu stark, das riskieren wir nicht. Also bestätigen. Gegen Kaiserslautern. Und jetzt können wir hier nochmal schön ein bisschen testen. Ich lasse die Leistung hier unten. Weil es geht um überhaupt nichts. Also wenn wir das Spiel 5-0 verlieren, das interessiert kein Menschen. Es geht darum, dass wir hier ein bisschen testen können. Jetzt wird wahrscheinlich Kaiserslautern eh gewinnen. Weil wenn wir hier mit der Leistung so weit unten sind... Ja, da sieht man schon. Tor. Okay, vielleicht wenigstens um 1 rauf. Damit wir wenigstens ein paar Torchancen haben, weil das bringt uns natürlich auch nichts. Wenn wir jetzt hier überhaupt nie den Ball haben. Ach, wisst ihr was? Come on, wir machen das so. So, dann wollen wir doch mal gucken. Und schon haben wir nämlich den Ball. Das geht dann doch relativ überraschend schnell, wenn man da rauf geht mit der Energie. Oh, hier in die Tiefe spielen, das wäre natürlich auch nett. Kann ich das? Ja, das müsste klappen. Oder auch nicht. Haben wir den Ball nochmal? Nein, aber wir haben den neuen Versuch. Dann müssen wir das anders angehen. Machen wir den nochmal. Du gehst da raus. Du bleibst eher, wo du bist, weil sonst rennst du mir da ins Abseits rein. Wir spielen hier über den Flügel. Zu ihm. Und jetzt haben wir hier drin natürlich wieder gar keinen. Das heißt, wir düsen nochmal ein bisschen raus. Okay, nein, abbrechen, das möchte ich nicht. Wir spielen mal zu ihm. Oh, das hat geklappt. Spiel nochmal rüber. Oh, aber er hat ihn noch. Ah, auf der Linie geklärt. Cool. So, ja. Nochmal hier hin. Nochmal ein bisschen außen rum spielen. Spiel nochmal zurück. Das wird mir sonst zu heiß dort. Und jetzt würde ich den halt nehmen und abschließen. Jawohl, sauber, Weitschuss. Ah, macht schon Spaß so, das muss man sagen. Das Problem ist einfach, ja, wenn wir Champions League spielen dann und wenn sie in der Liga und so weiter, Winter war es, wer sonst,
dann wird das einfach, das ist mir too risky. Dann doch lieber so, wie wir es normalerweise machen. Ich versuche es gleich nochmal. Ja, jetzt hat er ihn. Okay, war ein bisschen zu weit, wenig links. Der Schuss. Oh, Seckbach hat seinen Gegner zusammengefaltet. Okay, und sie schießen wieder ein Tor. Ist natürlich schon, wir haben jetzt die B-Mannschaft auf dem Feld. Plus, wir hatten am Anfang die Spielleistung weit unten. Ist eigentlich fast klar, dass wir da nicht so groß auftrumpfen können, wie wir das im Prinzip sonst jeweils machen. Ja. Okay, nochmal zurücklegen. Rüber. Und, ich wollte gerade abschließen. Aber, nee, ging nicht. Schade. Mal von hier eine Flanke reinhauen. Mal gucken, was dann passiert. Wow, was für ein Hoppelball. Okay, das war eher ein bisschen zufällig, das Ganze. Egal. Weil in den Kommentaren stand noch, teste doch mal eine Flanke aus dem Mittelfeld. Dass ich nicht über den Flügel gehe, sondern vom Mittelfeld her Flanke. Das werde ich dann gleich auch mal noch machen. Die sind eigentlich alle noch fit. Okay, dann machen wir genauso weiter. Und gucken mal, ob wir nochmal eine Chance haben. Oh, Seckbach ist im Eimer. Okay, dann nehmen wir den raus. Dann kommt Gigi hier nochmal zur Ehre. So, bestens. Der Rest ist ja noch halbwegs in Ordnung. Na, haben wir nochmal eine Chance? Ja, jetzt kommen die Lauterer nochmal. Habermann geht raus. Und Süß ist zum zweiten Mal schneller. War genau das gleiche wie beim 1:0. Oh, sie kommen nochmal. Aber jetzt haben wir den Ball und jetzt haben wir nochmal. Jetzt muss ich mal... Ja gut, jetzt bauen wir natürlich wieder im gegnerischen Tor drin. Das heißt, ich kann das mit dem langen Ball in die Spitze nicht testen. Aber mal gucken. Kriegen wir den nicht rein? Ja, wie schön. Das war doch ein relativ cooles Tor. Aus 16,8 Metern. Muss man auch erstmal machen. Das täuscht dann jeweils. Gigi war's. Okay, auch Gigi hat halt noch das Tor gehen. Gut, wir fahren fort. Und jetzt fängt tatsächlich die neue Saison an. So, ja, aber das kann doch nicht wirklich Einfluss haben hier auf, was die von uns halten. Das war ein Freundschaftsspiel. Hallo. Fitnesskarte. Ich würde sagen, wir nehmen die hier, damit wir auf den Punkt Energie haben, wenn wir die brauchen. Oh, Ziele. Okay, zwei Spiele in Folge. Zwei Tore Abstand und eine Pressekonferenz. Ein Tipp haben wir noch. Das Alter eines Spielers steht in direktem Zusammenhang mit seiner Ausdauer. Ja, das ist natürlich in der Realität auch nicht anders. Junge Spieler können länger, schwerer arbeiten und sich schneller regenerieren. Ja, soweit klar. Gut, wir kommen tatsächlich schon zum Spiel. Jetzt haben wir aber noch 600.000. Ich möchte tatsächlich noch schnell gucken. Eieiei. Okay, hier haben wir 1 Million. Hier könnten wir was machen. Mehr Sitzplätze für die Fans. Okay, er fordert alle Tribünen auf Stufe 3. Da können wir gar nichts machen. Okay, müssen wir erst den Rest machen. Ja, das ist halt alles definitiv zu teuer. Hier, reduziere mit goldenen Fitnesskarten die Abklingzeit. Das ist aber nicht mehr Stadion. Moment, jetzt muss ich nochmal zumachen. Irgendwie ist das... Hier ist das Stadion. Gut, wenn ich jetzt hier raufklicke. So, dann haben wir das. Wenn ich doch jetzt hier durchgehe, müsste ich alle Bereiche sehen. Da, mehr Sitzplätze für die Fans, 120.000 einrichten. Dankeschön, dann gibt das hier auch vielleicht sogar noch ein Dach. Es regnet hier relativ oft. Hier hinten haben wir natürlich auch noch was. 60.000. Richten wir gleich auch mal ein. So, dann sind wir, glaube ich, dann ein bisschen besser gerüstet. Wir könnten eigentlich noch mehr machen. Aber dann müssen wir erst diese Teile hier... Ja, wobei, das würde auch gehen. Stufe 4, 540.000, haben wir aber das Geld nicht. Dann behalten wir das Geld mal noch. Weil dann können wir nämlich ein bisschen, wie soll ich sagen, sparen dahingehend, dass wir doch noch reagieren können, wenn wir Nachschub brauchen an guten Spielern. Weil die Transferliste, ja eben 8 Spiele hat die noch offen. Da kann man dann immer noch reagieren. Gut, wir gehen mal gucken. Beim Team, Info, Hamburg, aha. Okay, gegen HSV. Von denen haben wir doch gerade den anderen Spieler noch gekauft. Gute. Warum sind wir denn jetzt hier wieder so weit unten? Was ist das denn für ein Käse? Bei der Starttabelle. Ich meine, klar, die zählt nicht. Haben alle keine Punkte. Aber eigentlich müsste das doch so sortiert sein, ja, wie die letzte Liga war. Hier mit Hertha wird es stimmen, mit Köln auch. Aber wir sind aber auf Platz 18. Sag mal, Hackt-Tabelle. Naja, ist egal. Wir gehen zum Team. Wir machen den Assistentenvorschlag. Das hier müssen wir ändern, weil ich möchte ihn tatsächlich im Zentrum haben. Dann brauchen wir hier aber links. Haben wir Verteidigung links? Den Herrn Knopp mit 56? Ne, falsch.
falschen Spieler erwischt. Jetzt. Dann haben wir hier ordentlich was. Ach, und unser Goldjunge. Jetzt kommt er zu seinem Debüt. Hier haben wir Distler und Elsener. Da fehlt aber noch irgendwie einer. Seckbach, ja, der ist im Eimer. Und hier oben haben wir Gegenbauer, Winter. Mittelfeld rechts, Mittelfeld zentral haben wir hier noch. Mittelfeld rechts ist hier, das ist okay. Verteidigung zentral haben wir die beiden als Ersatz. Und im Tor haben wir Habermann, das ist auch in Ordnung. Also halt als Ersatz meine ich. Und hier unten Verteidigung rechts hätten wir ja noch. Ne, das lassen wir. Verteidigung links, rechts, Iglesias, der wird wahrscheinlich jetzt doch auch eher zugucken. Und Schmauser, ich würde sagen, den verkaufen wir dann irgendwann. Mittelfeld links. Weil A ist er dauernd verletzt, B brauchen wir nicht. Können wir den verkaufen, wenn er keine Zufriedenheit mehr hat? Moment. Beziehungsweise nicht mal wegen der Zufriedenheit, sondern weil er verletzt ist. Das könnte euch gut sein, dass jetzt keiner was bietet. Wir gucken mal. Ja, wer kauft schon einen verletzten Spieler? Gut, jemand aus der dritten, vierten Liga könnte den natürlich schon gebrauchen. Also, verkaufen wir. Das war, glaube ich, sogar jemand aus der unteren Liga. Carl Zeisena, definitiv. Gut, ja, er freut sich auf die Zukunft. Das tun wir auch. Ja, wie viele kommen denn hier noch? Wir werden dich vermissen. Och, wird sich im Rahmen halten. Gut, das wäre doch eigentlich ein relativ vernünftiges Team, würde ich meinen. Sehr gut. Wir spielen das erste Saisonspiel. Ich muss mich auch weiter verbessern. Ja, Herr Reimold, das ist eine gute Einstellung. Dann mach das mal. Ich bin jetzt tatsächlich auf Hulbert auch gespannt, was der hier leisten wird. So, wir spielen zu Hause. Einmal mehr bei Regen. Volle Power, das lassen wir. Und los geht die neue Saison. Und ich muss noch sagen, den Fokus, den lege ich tatsächlich auf die Champions League. Das macht man in der Realität sicherlich nicht. Das Tagesgeschäft zählt mehr. Aber wir haben jetzt ein paar Saisons gemacht. Wir sind Meister geworden. Wir können das in dem Sinne nicht mehr verbessern. Wisst ihr, was ich meine? Was wir aber machen können, ist gucken, dass wir eben in der Champions League noch was hinkriegen, damit wir mal sehen, wie das dann eben so ist. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier natürlich irgendwie Spiel um Spiel verlieren wollen in der Liga. Ja, habt ihr gesehen, da außen rum? Hinten, da ist Baustelle. Das ist natürlich cool gemacht. Ja, abgewehrt. Schade, aber wir haben den Ball wieder. Okay, ui, wie der hier gleich zur Grätsche ansetzt. Dann düsen wir mal in die Richtung. Ja, doch, das hat geklappt. Und abschließen. Ah, das war halt wieder ein Roller. Mein Gott, wie kann man denn so einen Roller fabrizieren? Wir haben den Ball wieder. Sehr gut. Der steht, glaube ich, im Abseits. Wir gehen mal quer. Oh, echt jetzt? Was war das denn für ein Käse? Jetzt kommt Hamburg. Oh, oh, aber ja, Hulbert, unser Goldjunge, hat zugeschlagen. Sehr gut. Man reicht uns nochmal den Ball. Wir wollen nicht mit einem 0-0 starten. Jawohl, sehr gut. Jetzt halt mal gucken, dass wir hier irgendwas mit einer Flanke hinkriegen. Oh, wie man da gleich wieder eingedeckt wird von Zweien. Ah, in den Lauf rein, aber er ist halt leider langsamer. Sauber, wieder geholt. Er war nicht mal langsamer, aber er hatte halt tatsächlich massiven Rückstand auf seinen Gegenspieler. Deswegen ist er nicht mehr rangekommen. Kann ich jetzt hier mal vielleicht wieder zur Linie runter? Und dann hier die Drehung. Sehr gut. Und eine Flanke in die Mitte. Und Köpfchen bitte. Ah, aber doch nicht vom Feind. Wir wollen doch nicht Feindesköpfchen. Weißt du was? Schließ mal ab. Ui, der war relativ scharf. Das hat man auch gesehen. Der Torwart konnte den nicht festhalten. Da musst du tatsächlich mit den Fäusten ran. Ja, aber jetzt wäre es dann schon mal langsam fällig, dass wir hier was hinkriegen. Lauf du mal nach da. Du läufst ein bisschen hier raus. Machen wir das so und dann machen wir die Flanke mal von hier aus. Praktisch ein stehender Ball. Oh, und dann wird er wieder in den Rücken gestoßen. Das ist aber ein Foul, Jungs. Das kann man doch nicht machen. Nur weil wir Meister sind, werden wir wieder benachteiligt. Das ist typisch. So. Ja, geht da raus. Und jetzt halt in die Mitte rein. Die Flanke ziehen, sobald wir hier ein bisschen Platz haben. Das müsste doch jetzt dann langsam mal klappen. Boom. Und? Ja, schon wieder umgeschmissen. Kann ich dem oder liegt der noch? Oder zählt das schon als Aufstehen sozusagen? Ja, zählt das Aufstehen. Zack. Oh, war ein schöner Schuss. Definitiv.
Ui, wenn ich jetzt dem spiele, ich weiß nicht, ob der den Ball bekommt. Wenn der natürlich den Ball hätte, uiuiui. Ui, ui. Ich versuch's mal. Ja, ich hab's fast befürchtet. Kriegen wir ihn nochmal? Jawohl. Dann machen wir das jetzt über den Flügel. Ja, das ist irgendwie noch tricky, das Ganze. So, wieder zurück. Ja, nochmal die Flanke. Ich gebe es nicht auf. Und er wird wieder umgestoßen. Das ist ja unglaublich. Zum dritten Mal. Okay, wir müssen irgendwie anders agieren. Ja, jetzt ist wahrscheinlich Pause. Ne, wir haben nochmal eine Chance. Mal zu Elsner. Geh du mal nach da unten. So, okay. Dann den Ball zurücklegen. Und ich teste es nochmal. Also man wird doch nicht fünfmal in Folge umgehauen. Ohne, dass der Schiedsrichter pfeift. Ja, klar. Ist ja unglaublich. Gibt's doch gar nicht. Tschüss. Okay, 0:0 zur Pause. Nicht schön. Definitiv nicht schön. Brauchen wir vielleicht Kollege Winter mit seinem Tor gehen. Den würde ich dann wahrscheinlich tatsächlich noch einwechseln. Allerdings, ein Momentchen warten wir noch. Die können wir so lassen. Wir setzen mal einfach fort. Wir haben ja Bälle. Wir müssen nur mal ein Tor schießen. So, da haben wir den Ball wieder. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Ja, nicht ungefährlich, so querfeld ein. Ich wollte gerade sagen, der grätscht, aber er hat es dann doch gelassen. Okay, er wäre frei. Halt, falsche Richtung. Wenn, dann schon eher in die Mitte rein mit der Kugel. Komm jetzt. Jawohl, jetzt hat er den Ball mal. Das ist doch Halleluja. Oh! Echt jetzt daneben? Ich habe zu gut gezielt. Okay, 60. Minute ist rum. Winter kommt für, ja, ich würde mal sagen, Distler. Okay. Und bitte den Ball nochmal. Ah, das wäre kein schöner Auftakt, wenn das hier tatsächlich mit einem Unentschieden enden würde. Ich weiß, Fußball ist kein Wunschkonzert, aber ja, eben. Wir sind Meister. Wir wollen natürlich jetzt nicht hier gleich im ersten Spiel eigentlich. Ja, ist ja keine Niederlage, aber eben halt. Also eine Enttäuschung wäre es halt schon irgendwie. So, nochmal den Test. Er wird wieder umgehauen. Ich weiß es. Wenn er viermal umgehauen wird, wird er auch das fünfte Mal umgehauen. Ja, oder kriegt den Ball nicht. Das ist natürlich auch möglich. Ah. Come on, Jungs. Das ist wahrscheinlich die letzte Chance, die wir haben. Die müssen wir nutzen. Lauf du mal so. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Und jetzt abschließen mit einem Schuss da runter. Ja, das ist natürlich wieder ein Roller. Oh, come on. Okay, jetzt dachte ich, ich teste mal was. Das war nicht so ideal. So, bitte nochmal. Aha, Glück gehabt. Das ist der neue Mann, Amorin. Wo gehört er hin? Ich weiß gar nicht. Jetzt aber egal. Ah, Hauptsache die Kugel. Lauf, du hast Platz. Oh, aber da kommen sie schon. Jetzt hast du aber Platz. Los. Nein, ein Rückpass. Nein, warum denn? Nein, warum macht er das denn so? Oh, Ecke für Hamburg, aber nicht in der letzten Minute, dass jetzt noch knallt. Ja, okay, 0-0. Ah, eine Enttäuschung. Wir haben den Ball gut behalten, wir konnten mit ihrem Sturm nicht mithalten. Blödsinn. Wir haben ja auch kein Tor geschossen. Wir haben es nicht geschafft, diverse Chancen zu fangen. Absolut richtig, wir hatten keine Luftverwaltung. Wir wurden etwa viermal im Strafraum gelegt. Schöne Grüße an den Schiedsrichter. So, wir fahren fort. Ja, unschön, aber mein Gott, die Saison ist jung. Das können wir immer noch korrigieren. Da gibt es wieder Geld. Wir brauchen eigentlich nichts, wie soll ich sagen. Wir machen eine Fertigungskarte, damit wir es killen können. Wir brauchen keine neuen Spieler. Das wird nichts bringen. Wir haben eigentlich die Spieler. Die müssen nur die Tore schießen. Das ist ein bisschen das Problem. Also, wir haben hier noch eine Karte. Technik. Für. Wie alt ist Knopp? 18. Mit 56 Dingens. Edinger ist 19. Die sind alle relativ jung. Wellmann ist auch erst 18. Verteidigung zentral. Hubert können wir nicht. Reimold auch nicht. Wie sieht es denn hier mit Zeckbach aus? 64. Der würde auch nochmal. Oder. Moment, Efforts. Ne, das geht leider auch nicht. Okay, wir geben die Zeckbach. Zack, 64. Haben wir ja sonst noch was Schönes? Verträge. Brauchen wir im Moment nicht. Einspruch haben wir, glaube ich, noch gar nie gebraucht. Auch interessant. Gut, ein Interview haben wir noch. Ich habe natürlich den Zettel schon wieder nicht gemacht.
Ui, Glück gehabt. Okay, dann haben wir ein Vorstandsziel erreicht. Eine Kabinenansprache. Oh, sehr gut. Nochmal Energie, damit wir da arbeiten können. Ein Angebot. Osnabrück. Winter für 52. Nein, nicht unseren Tor gehen Winter. Den werde ich definitiv nicht verkaufen. Dann haben wir schon das nächste Spiel. Aber ihr ahnt es genau. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann hoffe ich dann doch auf eine gewisse Steigerung. Das war vielleicht noch die Müdigkeit von der Saisonpause. Die ist ja immer anstrengend. Besonders eben die Vorbereitung dann jeweils, wenn man Kondition büffelt. Ich schieb's mal auf das. Und dann, ja, dann kommt dann schon relativ bald das erste Champions League Spiel. Und darauf freue ich mich besonders. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.